Also es ist erstmal der Moment, wo man guckt, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Tat sie zum Glück. Oh, hat irgendwer von euch mitbekommen, wann der Typ mal gebrüllt hat? Hat er überhaupt gebrüllt? Weiß ich gar nicht. Das ist ja das Tolle an den Ohrstöpseln. Du wirst nicht einfach so mitten rausgerissen. Neuer freier Beutezug verfügbar. Ha, Gutachten, Drachenältester töten. Habe ich den jetzt zufällig gleich miterledigt? Zeig mal. Nee, natürlich nicht. Und ich müsste fünf müsste ich umlegen. Ich glaube nicht. Fünf Drachenälteste bräuchte ich. Fünf Vögel. Und drei Großjagras. Ich meine, die ersten beiden ist kein Problem, aber fünf Drachenälteste ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Müssen auch noch hochrangige sein. Also kann ich nicht einfach fünf Low-Rank Kirans umnieten. Naja, okay. Beutezüge. Ja, machen wir Pilze dazu. Einfach nur damit, ne? Gut. Heimat der Ältesten. 2 von 3. Ja, das mache ich jetzt nicht weg. Untersuchungen. Sind mir offen gesagt zu viele. Ich hatte die letztens mal wieder aufgeräumt, aber es hört einfach nicht auf. So, irgendwer will doch jetzt bestimmt was von mir, oder? Jetzt, wo ich so glorreich den Theostraum genietet habe. Ja, er will was und... Wilma will, glaube ich, auch was von mir, wenn ich das richtig sehe. Gut. Ein Glück habe ich vorhin beim Kieran geübt. Gute Arbeit da draußen. Beeindruckend. Ich verneige mich vor deinem Können. Einen Theostra zu besiegen ist kein gewöhnliches Unterfangen für einen Jäger. Probieren wir das anders. Einen Theostra zu besiegen ist kein gewöhnliches Unterfangen für einen Jäger. Damit wir uns noch ein bisschen mehr auf die Schulter klopfen können. Na gut, ich hatte ein paar Katzen dabei, aber... Wie klingt denn das? Hast du den allein besiegt? Nein, meine zwei Haustiere waren dabei. Du gehörst jetzt zu den wahrsten und besten unserer Zunft. Und ich fühle mich geehrt, deine Bekanntschaft machen zu dürfen. Wir Jäger müssen unsere Mitstreiter und Rivalen in Ehren halten. Der Geist der Konkurrenz treibt uns stets dazu, noch heller zu strahlen. Dank. Ich beule in meiner Rüstung, die Beulen in meiner Rüstung erinnern mich an die Vergangenheit. Aber ein leuchtender Stern wie du weist mir den Weg in die Zukunft. Ja, zum Glück ist der Theostra immer wieder in seine eigenen Vulkane reingerannt. Aber gehört dazu. Ich nenne das mal nicht Ausnutzen der Umstände, weil es ist halt... Kluge Nutzung der Umgebung. So, mal hoch zur Kantine mit Wilma reden. Ja, was ist? Ich wollte dich was fragen. Was hältst du jetzt von der neuen Welt? Für mich ist sie wie ein großer Auflauf. Außen diese harte, mysteriöse Kruste. Aber wenn man zu essen anfängt, entdeckt man all die fleischigen Köstlichkeiten im Innern. Ja, Fleisch ist immer gut. Oder vielleicht ist sie mehr wie eine Obsttorte. Nee. Total süß und schwer zu verdauen. Du hast recht. Zu viele Infos. Ja, also das mit dem Auflauf war schon besser. Wie auch immer. Bin ich die Einzige, die so denkt? Nein, wie gesagt, Auflauf war ganz in Ordnung. Harte Schale, weil fleischiger Kern, dass das, ja, kann man machen. Wir reden später weiter, Wilma. Ich muss jetzt mal kurz den Schmied beehren und den ganzen Scheiß ausbauen, den ich so ewig schon aufschiebe. Wenn ich gerade die Treppe runter wie so ein kleines Kind, das sich freut. So, komm mal her. Komm, ja, ist klar. Halt die Klappe. Los, verbessern. Und zwar würde ich gerne, genau, meine Doppelzerstörer, kann ich die ausbauen? Nein, dafür brauche ich nämlich den Doro, keine Ahnung, wie das Viech heißt. Frostdinger. Ja. Gib mir richtige Frostschwerter. Cool. Ah, ja, rüste erstmal aus. Oh, endlich richtige Frostklingen. Was haben wir hier? Starke Beile. Gib mir die starken Beile. Da fehlt mir noch einmal Drachenknochen. Aber dann! So, was haben wir hier? Zweimal unbekannt. Ja, Theostra Klaue, Feuerzellenstein, Wyvern-Edelstein und dann fehlt da wahrscheinlich das Horn von dem Doras. Und hier unten haben wir noch gar nichts zur Auswahl. Okay.
Was ist denn von euch das Feuer- und Eis-Ding? Das Ding oder das Ding? Ich glaube, das Ding hier sieht eher danach aus. Also wären wir mit denen auf dem richtigen Weg. Ich glaube, ich weiß, wen wir als nächstes in Angriff nehmen werden. So, die Jura. Todorus-Beile. Die könnten wir ausbauen auf Wasser so und so. Die waren uns gerade echt eine Hilfe, muss ich sagen. Also bauen wir die mal aus. Dann bin ich zwar wieder zwei Drachenknochen zurückgeworfen, aber ist mir gerade egal. Möchte ich die ausrüsten? Nee, jetzt erstmal nicht. Erstmal nicht, aber wir haben sie erstmal. So, was können wir hier unten machen? Ah, Theostramäne. Ja, aber nee, ernsthaft, 150 Feuern, denn nur so ein Widerstand ist mir offen gesagt ein bisschen wenig. Die Investition ist, glaube ich, meiner Meinung nach nicht so das, was ich gerne hätte. So, Verteidigerdegen, was können wir da als nächstes machen? Wow, genau, da habe ich vorhin die große... Nee, jetzt habe ich die große Belobigung bekommen, das meinte ich nämlich damit. Aber das sind ist Wasser, aber weniger Wasser. Aber trotzdem, wir machen die mal auch. Ich weiß, dass ich die Verbesserung nicht rückgängig machen kann, ist mir doch Wurst. Gut, sind die Schwerter auch ausgebaut? Nein, möchte ich jetzt nicht ausrüsten. So, was haben wir hier? Was ist denn das für eine Seltenheit? Seltenheit 7. Ich glaube, Seltenheit 8 ist das, was ich brauche für eine Trophäe. Seltenheit 5. Was haben wir hier? Die AK sonst wie? Zeig mal. Aha, es sind Schlafdinger, die ich mit Orogaro und Clown Plus dazu ausbauen könnte. Und dann ein Gigante-Zeug und Kulo und... Ah, okay, kann ich bei Langeweile mal irgendwann machen. Aber nicht jetzt. Anjaraf-Zähne oder so. Was fehlt mir Anjaraf-Pilz Plus? Wieso fehlt mir Anjaraf-Pilz? Und ein Nasenbein. Zwei Stück, ach du Scheiße. Und auch Theostram, ach du Kacke. 210 Feuer. Und 294... Das wird sich lohnen. Kann ich mir die irgendwo mal markieren? So auf der Wunschliste? Ja, es ist mittlerweile ein bisschen platzfrei geworden. Gut. Ist auf der Wunschliste angepinnt, muss ich mir merken. Was haben wir hier? Magdaros. Ja, genau. Was? Da fehlt mir vom Doras die Schuppe oder ist das von Xenogiva? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ansonsten haben wir alles. Können wir jetzt noch nicht machen. Gut. Also machen wir jetzt Entspannungskämpfe? Ich bin für Entspannungskämpfe. Wir machen Entspannungskämpfe. Zeig mir mal kurz, was der Dora sonst wie so für Stärken, Schwächen, sonst was hat. Kaiserset kann ich jetzt bauen. Das müssen wir uns vorher noch angucken. Also es gibt dieses kleine Krönchen, sieht ein bisschen doof aus. Dann gibt es das hier. Aha, royal. Dann hätten wir diese Arme ebenso royal. Und dieses Kittelchen, das sieht ein bisschen scheiße aus. Die Beine, okay. Kittel, wie sieht der andere aus? Besser. Beine? Sind offener. Gefällt mir besser. Das nimmt sich nicht viel. Was gibt es hier eigentlich für Spezialdinger? Theoster-Schwäche, Explosionssage, aber hat keine Ohrstöpsel, ne? So, wie ist hier das andere? Das ist... Ah ja, okay. Jacke wie Banane, wobei ich glaube, die runden Dinger, ja, ist auch egal. Und die... Ja, okay. Ziehen wir das wieder aus. So viel dazu. Das Damaskus-Set. Woraus ist denn das gemacht? Aus Drachenzeug. Ich sehe schon. Ja, okay. Das ist im Prinzip einfach nur farbig oder schwarz. Also gucke ich mal, wie so die ganze schwarze Rüstung aussieht. Eieieiei. Okay, nein. Ja. Ja, das hat schon was für sich irgendwie. Lavasio-Zeug brauche ich da. Dodogama-Unterkiefer. Schwarzer Diabolos-Thorax. Den haben wir noch gar nicht in Angriff genommen, den schwarzen Diabolos. Uragan-Schild. Okay, uns fehlt eine Menge Drachenältestenblut. Sonst haben wir ja eigentlich fast alles. Ja gut, einen Lavasio-Siot habe ich noch nie angegriffen. Deswegen gibt es den hier noch nicht. Okay, was können wir noch machen? Basil, ich wollte gerade mal das Dorogama-Ding. Ja. Ah, da, hier. Also, gegen Donner ist er empfindlich. Wo sind meine Donnerklingen? Hier sind meine Donnerklingen. Kann ich die eigentlich auch verbessern? Nein, kann ich nicht, weil da fehlt mir das Ding. Okay, aber ich werde sie trotzdem mitnehmen. Es sei denn, der Dodo hat noch gegen irgendwas anderes gravierende Schwächen. Ich muss nochmal nachgucken. Dodo.
Da! Nö, Donner. Donner und nichts anderes. Na dann donner ich ihn eins aufs Maul und gut ist. Ausrüstung ändern. Da. Frostdinger sind zwar sehr geil, aber ich muss jetzt erstmal die nehmen. Okay, und das Ganze am besten mal sortiere das mal nach Seltenheit. Einfach nur mal darum. Danke. Heilige Säbel. Die sind irgendwie krasse Sache. So, ich habe meine Anti-Explosions- und Anti-Brüllrüstung an. Alles schön, alles toll. Dekoration anbringen wäre vielleicht noch so eine Sache. Aktuelle Ausrüstung, Ausrüstungstruhe. Was ist denn das für eins? Gegengiftjuwel, okay. Hast du eins? Nein, nein. Nein, hast du? Nein. Okay. Dann nicht. Will ich noch was ausrüsten? So, ich habe das Gegengiftjuwel schon ausgerüstet. Na, okay, in dem Fall hier übrigens eine Anti-Explosionsjuwel, Anti-Explosionsjuwel. Ich habe gerade für den Theostra gar nichts bekommen. Finde ich ja irgendwie ein bisschen. Ich verlange mehr. Nein, ist schon in Ordnung. Gut. Dann wähle ich mal die Quest aus. Die ist nämlich langsam ein bisschen verloren oben. Hier sind zwei Arena-Quests, auf die ich keinen Bock habe. Oh, wir brauchen Anja-Material. Hm, vielleicht danach. So, das machen wir wieder alleine mit Lomi. Und eventuellen anderen Leuten, die dazukommen möchten. In Form von kratzigen Begleitern. Gut. Quest wurde akzeptiert. Dann futtern und den Kram vorbereiten. Ihr wisst schon, wie heißt das? Die Truhe. Die Objekte. Objekte verwalte. Ach du Scheiße. Nein, ich bin nicht müde, überhaupt nicht. Ist ja erst 2:30 morgens. So, du willst nichts von uns? Nee, überhaupt nicht. Okay. Ja, scheiß drauf, machen wir den Dodogama noch in der Folge. Ich meine, ist ja jetzt eigentlich egal, ob ich das alles in eine Folge packe oder 2 Folgen am Tag rausbringe. Es ist gehuppt wie gesprungen. Ist eigentlich die Safari schon zurückgekehrt? Da hätte ich vielleicht mal noch nachgucken sollen. Scheiße. Ich glaube, die ist zurück. Ich kann ja gleich mal nachgucken, sobald wir vor Ort sind. Schwert, Mobhieb, Axt, verstärkte Elemente. Aha, Blocks kannst du... Aha. Ach nee, Morph-Axt. Habe ich schon wieder ganz vergessen, in was die sich morpht. So, Beutezug abgeschlossen, ich kann die Ernte einholen. Die Ostra-Zeug. Okay, nix. Aber wenn ich schon mal hier bin, hier waren die Optionen, ne? Ja, hier. Audio, nö. Anzeige, nö. Kamera, nö. Steuerung, vielleicht. Ausrufe. Empfängerquest? Nee. Signal? Achso, nein, ich will kein Signal senden. Ich will eigentlich, Gesten und dergleichen will ich gerade anpassen. Aber offenbar geht das hier gerade nicht. Müssen wir draußen probieren. Oder ist das hier irgendwo? Nee. Na komm, lassen wir das erstmal. Ja, ich weiß, ich brauche keine Kohle mehr, aber ich sammle trotzdem den Kram. Warum nehme ich das jetzt eigentlich gerade? Ist ja auch egal. So, Katzen.
Naja, also ich weiß, er ist wahrscheinlich da unten, aber ich werde trotzdem nochmal kurz nach Katzen gucken. Katze guck, Katze guck. Ja, da macht die Katze Schnuck. Habe ich Fallen und dergleichen dabei? Habe ich. Okay, alles easy. Das hier wollte ich schon immer mal einsammeln. Da rollt immer irgendwas über mich rüber, wenn ich das versuche. Okay. War nicht so geil, wie ich es mir erhofft hatte. But so is life. Da vorne ist der Uragan, kann das sein? Sieht so aus wie einer. Wir tun einfach mal so, als wären wir nicht da. Was mich wahrscheinlich nie interessieren wird, aber egal. Hier sind keine Katzen. Okay. Was? Er ist nicht hier? Das enttäuscht. Dezent. Zeig mal, wo ist er? Ich bin gerade voll irritiert, weil die Käfer wieder grün sind und nicht blau. Aber eigentlich weiß ich, dass die halt nur bei Drachenältesten weiß, was ich meine, oder? Liegt denn hier irgendwo Scheiße rum? Ich brauche Scheiße. Wenn man vom Teufel spricht. Oh, ouch. Ja, ja, ja. Hat denn jetzt hier Rückzug oder wer? Oh, ihr Drecksviecher, da kommt ihr mir mal nach Hause. Diese scheiß Fledermäuse sind so ätzend. So, mal wieder ein Lichtkristall sammeln. Eins, zwei. Autsch. Darf ich vielleicht mal beenden, was ich angefangen habe? Danke. Und weiter geht's. Lumi! Wespe! Autsch! Hey Vieh! Komm mal rüber! Lass dir Zeit! Okay, so kann man das auch machen. Lobi, ich bin gleich wieder da, sobald ich das Ding hier zu mir gelockt habe. Okay, perfekt. Nicht perfekt. Werde ich vielleicht wieder übermütig? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Du bist irgend so ein dummes Low-Rank-Monster. Ja cool, du bist nicht Low-Rank, aber... Du bist jetzt nicht wirklich irgendwas Schweres. Ich habe gerade gegen den Teostra gekämpft. Dann müsstest du ein Frühstücksflöckchen sein. Man merkt, dass ich gegen Teostra gekämpft habe, denn ich lasse mich hier gerade treffen ohne Ende. Yay, das war ja fast wie Legolas, der auf einem Ork davon gesurft ist. Weißt du? Ich bin ihm auf den Kopf gesprungen. Er ist zusammengebrochen. Und er ist dann unter mir davon gerollt, während ich weiter auf ihn schlittern konnte. Das hat schon, ne? Super. 1 von 20 kleinen Monstern umgenietet. Mache ich gleich mal weiter, weil die Viecher mich nerven. Genau deshalb. Da braucht man keine Feinde, wenn man Freunde hat. Ich bin gleich wieder da. Zelda kann gerade leider nicht ans Telefon kommen. Wow, ernsthaft? Ja, wir haben noch zwei Versuche. Lass mich doch mal ein bisschen rumgerufen. Ich habe mich gerade am Teostra abreagiert. Da muss ich jetzt nicht so filigran kämpfen. Blödes Drecksvieh, ich werde dich sowas von... Lomi?
Alles bereit? Los geht's. Wir werden sie auslöschen. Einmal Pilz. Einmal Pilz. Zweimal Pilz. Einmal Pflanze und... Kawabunga! Sonst noch Fragen, Vieh? Okay, noch nicht mal der dumme Hornbläser ist da. Wo sind die ganzen Katzen hin? Der kann sich für meinen Geschmack viel zu schnell umdrehen und Feuer auf mich spucken. Elektroklingen werden bis zum Ende das bleiben, was ich am häufigsten verwende, weil so ziemlich jedes Vieh hier gegen Elektrozeug empfindlich ist. Aus irgendwelchen mir nicht ganz bekannten Gründen. Willst du nicht mal brechen oder so? Also zerbrechen? Du musst jetzt nicht... Also, ja, ich weiß, du kotzt permanent hier auf dem Boden, aber... Es ist einfach nicht der Ort, um gegen mich zu kämpfen. Sieh das doch mal ein. Heiß, heiß. Lobi, roll dich mal ab, sonst machst du gleich Bumm. Ah! Na geht doch. Was haben wir denn da Feines? Eine Schuppe, okay. Einen Schwanz hätte ich auch noch gerne. Sozusagen als Rache. Lobi, legst du gerade kleine Monster um? Kann das sein? Das war ich. Oh, ein Förderplatz. Lass mich doch, hast ein Problem damit. Aber bin ich vorhin nicht draufgegangen? Warum habe ich eigentlich noch volle Energie? Habe ich irgendwas geschluckt? Nee, ne? Muss wohl irgend so ein felinischer Schutz gewesen sein. Anlauf. Ich sag, lass mich einfach an deinen Schwanz ran und alles wird witzig. Du kannst natürlich auch einen auf Teostra machen und einfach den Vulkan unter dir hochjagen. Das ist immer eine gute Idee. Aber es geht nicht, während ich drauf stehe.
Okay, was will ich jetzt nächstes haben? Ich habe ein Problem, ich bin gleich wieder ohnmächtig. Was? Willst du schon abhauen? Ist doch gerade so lustig. Was? Nein, ich bin kein Monsterquäler. Überhaupt nicht. Oh, ich erinnere mich. Das war richtig lustig, als ich das letzte Mal versucht habe zu fangen. Da sind nicht die kleinen Scheißer da hinten, haben sich eingemischt. Okay, der große Scheißer da ist bestimmt genauso geil. Ach, was soll's, versuchen wir es einfach mal. Und eins und zwei. Ha! Großes Schlabbervieh abgefertigt. Wuhu! Die Folge ist gerade mal eine halbe Stunde lang geworden. Noch nicht mal. Naja, das eine Mal ohnmächtig werden habe ich mir gegönnt. Lass mich doch. So, Zeug. Durogama Schuppe. Spitzknochen Schuppe. Schuppe Kiefer. Rüstkugel 3. Fusiumerz, brutaler Knochen und Monsterknochen Palus und nochmal den Kiefer für den Kopfbrechen. Fürs Fangen eine Schuppe Plus, eine Lederhaut und noch eine Schuppe Plus und einen Kiefer. Okay. Und nochmal brutaler Knochen dazu. Sehr schön. Stufe erhöht. Achso, vom Uragan. Von dem auch. Oh, das ist bisher das kleinste. Ui. Okay, von zweien kann es entweder das größere oder das kleinere sein. Wäre seltsam gewesen, wäre es genauso groß gewesen.